Unterhaltung wünschen Ihnen das Erste und Nescafé Cappuccissimo. Es wird viel passieren. Also gut, ich fliege zu meiner Mama nach New York. Ich hab mir das fast gedacht, Mann. Scheiße! So wie Fechner in letzter Zeit ist, es gibt doch wirklich schlimmere Männer. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Das kann ich bitte nicht glauben. Du bist doch nicht drauf und dran, dich in Fechner zu verknallen. Verschwinden Sie. Gar nicht zu euch. Hier kommt jetzt keiner mehr raus. Ich hab's doch gesagt. Ihr werdet büßen. Es wird viel passieren. Wo ist Elena? Wo ist sie? Elena ist nicht da, Kevin. Leg die Waffe runter, okay? Wollt ihr mich verarschen? Kevin, niemand will dich verarschen. Sie muss hier sein, ich hab sie doch in die Schule gehen sehen. Sie ist nicht da und sie kommt auch nicht mehr. Hältst du mich für blöd? Nein. Das musst du aber. Sonst würdest du mir nicht so eine Scheiße erzählen. Sie muss hier sein. Sie muss! Entweder ihr sagt mir jetzt, wo Elena ist. Oder ich knall hier einen nach dem anderen ab. Mit dir fange ich an. In der Badewanne und fragt, Mami, wo ist denn der Waschlappen? Mami, der ist mal eben schnell Zigaretten holen. Du kennst ja wohl jeden Männerwitz. Was glaubst du wohl, für wie die ganzen Sprüche auf dem Mädchenklo verantwortlich ist? Hm? Ich hätte es mir denken können. Oder kennst du den? Was ist der Unterschied zwischen einem Yeti und einem intelligenten Mann? Ein Yeti wurde schon mal gesehen. Genau. Es gibt wirklich Typen, die ich nie wiedersehen will. Du meinst Kevin, hm? Hm. Ach, vergiss ihn. Das ist einfach nur ein durchgeknallter Denkzwerg. Der ist noch nicht mal mehr ein Männerwitz wert. Hm? Ja, ich habe irgendwie trotzdem Angst vor ihm. Also, wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Oh, Mist, ey. Was ist? Ich habe meinen Probentext vergessen. Ach, Detmar hat bestimmt noch einen kopiert. Nee, ich brauche aber meinen eigenen. Ich habe da Notizen gemacht, so wo Pausen sind und so Sachen. Ich hole ihn schnell, sag den anderen Bescheid. Okay, mach ich. Beeil dich. Ciao. Elena, lauf weg, Elena! Wo ist sie? Zu Hause. Die Scheiße hat mir euer Lehrer auch schon erzählt. Ich frage dich zum letzten Mal. Wo ist die Mörderin von Dennis? Das ist die Wahrheit. Sie wollte ihr Textbuch holen. Sie hat es vergessen. Okay, dann warten wir, Lucy. Wahre Zuneigung und Fürsorge bekommt Marlon natürlich nur bei seiner Mutter. Ja, ja. Ich bitte Sie, Trixie, ich habe mich die ganze Zeit um ihn gekümmert. Während die werte Mama es noch nicht einmal nötig hat, ihren Sohn darüber zu informieren, dass sie mal eben von London nach New York zieht. Wie? Marlon ist wahnsinnig sensibel, ja. Wahnsinnig sensibel, den eigenen Vater 8000 Mark zu stehlen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Soll er doch seine treu sorgende Mutter beklauen. Ja, ja. Ich will ihn hier nicht mehr sehen. Das hat doch keinen Sinn, was du hier tust. Komm, gib mir die Waffe und wir vergessen das Ganze. Kevin, du weißt doch selber, dass Elena nicht schuld am Tod deines Bruders ist. Kevin, wir sind da erwachsene Menschen, wir können über alles reden. Warum steckt das Ding weg mit dieser Schreckschusspistole? Jagst du doch niemand Angst ein? Warum steck sie weg? Wir vergessen das ganze Theater und gehen einfach nach Hause. Schreckschusspistole? Kann ich ja abdrücken. Soll ich abdrücken, Herr Detmer? Kevin! Ja oder nein? Hör mit dem Mund auf! Ja oder nein? Nein!
Noch jemand, der an dem Ding hier zweifelt? Hinsetzen! Alle! Hier! Auf geht's, macht schon! Du auch! Na also, geht doch. Gestern habt ihr euch noch über mich lustig gemacht. Und jetzt? Jetzt ist euch das Lachen vergangen. Du stehst also auf Fechter. Ich hab nur gesagt, dass er gar nicht so übel ist. Klar, stimmt auch. Er ist gar nicht so übel. Geschäfte machen, Gemeinheiten aushecken, Leute betrügen. Ja, manche Frauen stehen einfach auf die Bad Boys. Ach komm, das kann doch nicht dein Ernst sein. Alla vostra salute. Danke. Danke. Gute Idee, noch hierher zu kommen. Lecker. Was jetzt? Der Wein oder der Fechner? Beide. Jenny, bitte. Ich meine, du verarschst mich doch. Das kannst du doch nicht ernsthaft meinen. Also gut, ernsthaft. Ja. Wer sagt denn, dass unter der harten Schale nicht doch ein weicher Kern steckt? Ich. Der hat alles versucht, um mich aus seinem Geschäft zu drängen. Du hast recht. Ja, aber das hat er wieder gut gemacht mit dem Großauftrag fürs Altersheim. Mein Gott, bist du leicht zu beeindrucken. Wenn du ehrlich bist, weißt du auch nicht, wie Fechner wirklich ist. Jenny, jetzt komm mir bitte nicht mit diesem, man muss den armen Mann nur verstehen, dann ändert er sich auch. Darauf sind schon Generationen von Frauen vor uns reingefallen. Welche Taktik schlägst du vor? Okay. Ich werde dir beweisen, dass Fechner ein geiziger, intriganter Gartenzwerg mit Macho-Allüren ist, der hinter jedem Weiberrock herläuft. Eine Flasche Shampoos. Top, die Wette gilt. Was hast du? Gerade hebt mein Flieger nach New York ab. Was gibt's denn da zu quatschen? Nichts. Dafür war's aber ziemlich laut. Was hast du denn da drin? Gar nichts. Ein paar Klamotten, was zu trinken, was zu essen. Hat dir Mami feine Pausenbrote gemacht, ja? Wo bleibt Elena? Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, sie kommt gleich. Das wollte sie ja auch. Vielleicht muss sie noch ihr Textbuch suchen. Habe ich dich was gefragt? Nein. Dann halt die Fresse! Ich brauche deine dummen Sprüche nicht. Wenn du mich angelogen hast, dann... Ich habe dich nicht angelogen. Wenn du mich angelogen hast, dann rutscht sie auf Platz 2. Und du bist dann die Erste, die dann glauben muss. Haben wir uns verstanden? Ja. Dann bete, dass sie kommt. Ich gehe jetzt. Hast du dein Textbuch gefunden? Mhm. Warum müssen die alle runter in den Keller? Na ja, entweder das oder wir müssen anbauen. Wo ist denn Matthias? Im Pinen. Oh, typische Männer, ey, wenn man sie mal braucht. Na, das war ja so nicht geplant. Die Bilder sind ja eben erst per Luftfracht aus New York gekommen. Könntest du die bitte mal kurz festhalten? Mhm. Mama, du kannst die unmöglich alle alleine runterschleppen. Ich habe sie alleine gemalt, also werde ich sie auch alleine in den Keller tragen können. Was ist denn das für eine Logik? Sag mal, worauf wartest du eigentlich noch? Ja, darauf, dass du zur Vernunft kommst und dir helfen lässt. Jetzt geh du mal zu deiner Theaterprobe, ich schaff das schon. Hm? Elena, die warten sich ja schon auf dich. Kevin! Kevin! Was ist? Lass es sein, Kevin. Ein noch so großer Zorn rechtfertigt, dass man dafür sein Leben und das anderer Menschen zerstört. Du hast doch keine Ahnung! Dann erklär es mir. Warum willst du dein Leben zerstören, Kevin? Scheiße nochmal, weil es mir Spaß macht! Und weil ich Gerechtigkeit will für Dennis! Zufrieden! Und wenn du jetzt nicht sofort dein Maul hältst, sorge ich dafür, dass du nie wieder ein Wort sagst. Einfach so aus Spaß. Was hat der bloß vor? Du glaubst, ich wäre durchgeknallt? Nein, ich... Sie hat Herrn Detmar gemeint.
die ganze Zeit geredet hat. Da hörst du es, Opa. Den anderen geht dein Geschwall auch schon auf den Sack. Wenn ich verrückt wäre, glaubt ihr, einer von euch wäre dann noch am Leben? Ich hätte euch längst alle kalt gemacht. Macht euch nicht in die Hosen! Wenn ich Elena habe, könnt ihr alle verschwinden. Ja, und Elena? Für die habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Wie lange genau wollen Sie Ihren Urlaub noch verlängern? Dann lass dich mal verführen. Nein, Schubert, bleiben Sie so lange, bis es Ihrer Lucy wieder besser geht. Seine große Liebe muss man pflegen. Seine große Liebe muss man pflegen? Klingt doch gar nicht so schlecht. Schönen guten Abend, Herr. Wunderschönen guten Abend, Herr Fechner. Möchten Sie sich nicht zu uns setzen? Und wenn es Fräulein Jenny recht ist, ja. So streng müssen wir Privates und Berufliches auch wieder nicht trennen. Dann würde ich die Damen gerne auf einen guten Schluck Wein einladen. Ach, da sagen wir natürlich nicht nein. Wie wär's denn mit einem Riesling-Kabinett von Kaiserstuhl? Ein besonders leckerer Tropfen aus einer Rebsorte, die an den Terrassen des Kaiserstuhls... Fechner, Ihr profundes Wissen über Wein macht einen direkt neugierig. Ja, so gut kenne ich mich nun auch wieder nicht aus. Na, aber immerhin gut genug, um mich zu beeindrucken. Hey du, mach die Uhr los zu. Na los! Alles in Ordnung, nichts ist passiert. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, Kevin. Setzen! Wir haben nicht nur sehr gute italienische, sondern auch deutsche Weine. Hm? Gut, dann hätte ich gerne drei Gläser von diesem Riesling-Kabinett. Va bene, subito. Ich weiß, es ist eigentlich eine Schande, diesen Moment mit Arbeit zu belasten, aber es wäre wirklich sehr dringend. Jetzt? Es wäre nicht gerade sehr höflich, in Anwesenheit von Fräulein Jenny über eine so trockene Materie zu sprechen. Kümmern Sie sich gar nicht um mich. Ich habe sowieso noch einen Termin. Ich muss gehen. Ja, aber Ihr Wein, was? Ach, den können wir uns ja dann teilen. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Schade. Also, Frau Bergmann, worum geht es? Ruhig, Alter. Du verlierst die Kontrolle. Hey, du!
Ich? Ja, du. Komm. Komm her. Du fesselst jetzt jedem die Hände. Hier. Und jetzt? Den beiden fängst du an. Na hoch! Hoch mit euch! Das ist viel zu riskant. Das ist auch unsere einzige Chance. Wenn Elena nicht auftaucht, dann hat der ganze Spuk vielleicht ein Ende. Rastet völlig aus und knallt uns alle ab. Willst du lieber, dass Elena dem Irren ins Messer läuft? Okay, der Nächste auf dem Rücken. Und das ist alles? Wegen einer Lieferung, die eventuell kommt oder auch nicht kommt, machen Sie so einen Aufstand? Herr Fechner, jetzt machen Sie sich doch mal locker und lassen Sie uns den Abend ganz einfach genießen. Hm? Wenn es ums Geschäft geht, bin ich nie locker. Buonasera, dottore, wie geht es Ihnen? Bestens. Ich bin ja so stolz auf unsere drei. Auf unsere Kinder. Dino, Toni und Marlon. Sicher werden sie eines Tages auch so Theater spielen. Was Sie da hören, ist ein Musical, kein Theater. Theater und Musical, alles das Gleiche. Die Hauptsache Bühne. Die drei sind ja schon wieder bei der Probe. Ja. Wenn Marlon irgendwo probt, dann am Broadway. Am Broadway in New York. Madonna mia, Dino hat mir gar nichts gesagt. Sie müssen sehr stolz sein auf ihren Sohn. So stolz, wie man als verlassener Vater auf seinen Sohn nur sein kann. Ah, povero Dino, Sie sind die besten Freunde und er wird ihn sehr vermissen. Er wird darüber hinwegkommen, glauben Sie mir. Das geht sehr schnell. Meine Urgroßpapa, er wollte auswandern nach Amerika, aber leider. Was darf ich Ihnen bringen? Hm? Ich nehme den Salat mit Putenstreifen und ein schönes Kölsch. Sie. Und wie lange wird dieses Gastspiel dauern von Marlon an Broadway? Ich fürchte, das wird ein Gastspiel auf Lebenszeit. Oh mein Gott, ich komme ja schon. Komm nicht mehr in die Schule, was soll das denn? Schön, dass du endlich da bist. Wie lange kennen Sie sich eigentlich schon, Sie und Fräulein Jenny? Schon ziemlich lange. Warum? Nur so. Sie ist eine interessante Persönlichkeit. Wow. Was für ein Kompliment für eine Frau. Sie wissen doch, wie ich es meine. Nein, weiß ich nicht. Ich finde es beeindruckend, wie tüchtig sie ist. Als Selbstständiger bekommt man ja nichts geschenkt. Und dann ist sie noch Mutter, hat eine Menge durchgemacht und trotzdem nie ihren Humor verloren. Das klingt ja so, als sollte man Jenny... Nein, Fräulein Jenny, keine Beziehung, zumindest zur Zeit nicht. Naja, zum Glück haben ja auch noch andere Mütter interessante Töchter. Machine of Carola Leonhard. Please leave your message. Hallo Carola, hier ist Jochen, dein Ex-Mann. Bitte ruf mich zurück, es ist dringend, es geht um Marlon.
nicht schön, dass wir jetzt endlich komplett sind? Was ist? Eine Riesenklappe. Und jetzt? Funkstille. Was willst du? Ihr seid doch alle nur kleine Hosenscheißer. Kevin! Was willst du? Eine gerechte Strafe für eine Mörderin. Es war ein interessanter Abend. Ja, das ist er wirklich. Gute Nacht, Frau Bergmann. Herr Fechner? Ist noch etwas? Dringend nach Hause dürfen. Ehrlich gesagt, ich wollte mich hinlegen. Ich habe Kopfschmerzen. Ach, vorhin ging es Ihnen doch noch ganz gut. Ich brauche einfach nur ein bisschen Ruhe. Ruhe? An so einem Abend? Übrigens, im Foxy ist heute Abend eine 70er-Jahre-Party. Nicht direkt. Aber Jenny liebt tanzen. Das kann nicht dein Ernst sein. Die haben mich auch nicht ernst genommen. Und jetzt sieh sie dir an. Aber warum? Warum? Du fragst mich nach dem Warum? Das ist nicht wahr. Vielleicht werde ich dich nicht töten, wenn du die Wahrheit sagst. Worauf willst du hinaus? Ich will, dass du der ganzen Welt sagst, dass du meinen Bruder auf dem Gewissen hast. Ich lasse hier ein Fernsehteam antanzen. Das kann ich. Genug Geiseln habe ich. Und bevor nicht alle die Wahrheit kennen... Er war krank. Ah! Gib's endlich zu, du Mörderin! Mit. Die neue Single von Iman. Mein Herz, du bringst die Liebe mit.